Willkommen zu dieser niegelnagelneuen, noch nie dagewesenen Ausgabe von Wer weiß denn sowas hier im Ersten. Wir sind ja wahnsinnig interaktiv. Sie können mitspielen. Viele der Fragen und Erklärungen hier aus der Sendung gibt es natürlich später auch irgendwo im Internet zu sehen. Und heute haben wir zwei der erfolgreichsten YouTuberinnen, Social Media Stars aus Deutschland zu Gast. Herzlich willkommen, Jasmin Gnur aus Stuttgart. Jasmin ist natürlich dein bürgerlicher, dir von deinen Eltern gegebener Vorname. Gnu ist dein Gamer-Name, weil du machst Gaming und hast es da als erste Frau unter diesen ganzen verrückten, wilden Männern, die wir ja zum Teil hier auch schon zu Gast hatten, hast du es geschafft, mehr als 1 Million Abonnenten auf YouTube zu versammeln. Ja? Und da sind schon noch eine ganze Menge dazugekommen. Und unterhältst da deine Fans natürlich auch im Livestream und kommentierst und spielst mit denen und bist natürlich auch im Bereich Fitness und Lifestyle und Kochen und Essen natürlich auch, gehört ja auch dazu, unterwegs. Also ganz viele verschiedene Facetten von dir. Ja, wir haben uns ja vor kurzem schon mal getroffen, gemeinsam ein Video gemacht. Also insofern kennen wir uns schon ein bisschen. Heute wirst du Bernhard kennenlernen. Ja, der ist auch ein sehr guter Partner. Ne? Und für alles, was du nicht weißt, vielleicht nicht weißt, wird er hoffentlich dann in die Bresche springen. Dann werde ich ja nicht gebraucht heute. Er ist schuld. Ja. Naja, das werden wir mal sehen. Schuld an was? Das werden wir sehen. Ja. Also, viel Spaß euch beiden zum ersten Mal bei uns. Jasmin. Und Sophia Thiel, herzlich willkommen. Du bist das zweite Mal hier bei uns, genau. Aber das erste Mal mit Elton heute zusammen. Ja, genau. Das wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Chemie stimmt, glaube ich, hier schon. Das, ja. Das, ja. Das glaube ich ganz. Das glaube ich ganz. Keine Widerrede, die Chemie stimmt. Und Sophia, wer dich kennt, weiß, du bist für jeden Spaß zu haben, mal Punkt 1. Aber du bist natürlich auch sehr ehrgeizig, willst am liebsten natürlich auch immer vorne dabei sein, willst gewinnen. Ja, also du musst schauen, dass du den Elton heute so ein bisschen, du musst ihn gut motivieren an den richtigen Stellen. Ja. Ich versuche ja Elton so, immer so ein bisschen zu motivieren, Sport zu machen. Das gelingt mir aber eigentlich nicht richtig. Ja? Hast du eine Idee? Wie würdest du ihn anpacken? Wie ihn anpacken? Auf die Schultern und dann Knie beugen. Ja. Also, ganz viel Spaß. Auch euch beiden. Wir sind sehr gespannt und ich habe gleich was Spannendes noch zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass die Königskobra die einzige Schlangenart ist, die für ihre Brut ein Nest baut und auch Brutpflege betreibt? Ach. Machen andere Schlangen nicht? Ach, das wusste ich nicht. Nee, ist so. Ja. Ich komme als Frage gleich. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ja mal entscheiden, hinter welches Team sie sich setzen. Hinter Jasmin und Bernhard sind es 61 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Sophia und Elton sind es 58. Das heißt, ihr dürft gleich die erste Kategorie auswählen. Aber zuerst schauen wir wie immer, welche 12 Kategorien sind denn heute eigentlich dabei. Hier ist die Wand. 12 Kategorien sind Spezialitäten, Sport, Trick 17, das Fragezeichen, deutsche Sprache, damals, Einspruch, Unterwasser, Mobilfunk, ist das Kunstoder, clever und Schlagzeilen. So, bei uns ist das wie in einem richtig guten Computerspiel. Es gibt ja übrigens, wer weiß denn sowas auch als Computerspiel. Ne? Ja. Ja. Hast du das schon mal gespielt? Ja. Nein. Ja. Aber das wirst du nach der Sendung dann mal tun. Genau. Ne? Also jede richtige Antwort 500 Euro. Beide Teams haben einen Publikumsjoker. Und das Team, das mehr Zuschauer und Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Das seid ihr. Was darf es denn sein? Lacht dich irgendwas sofort an? Naja, wenn bei deutscher Sprache Jugendsprache dabei ist. Kann sein, ist manchmal. Ist das Kunst oder? Kommt halt drauf an, wenn es irgendwas gerade mit NFTs zu tun hat. Könnte ich dir helfen? Ansonsten, da ich ja Frischling bin, überlasse ich dir die erste Wahl. Ich bin für Mobilfunk. Dann lass uns. Weil das ist davon eingekreist und mobil online, das ist vielleicht naheliegend. Das geht ja auch in die Richtung. Genau, ne? Eben. Also ich glaube, den Umgang mit dem Handy ist Jasmin durchaus vertraut. Schon mal gemacht. Hast du. So was. Ja. Hier ist die erste Frage.
Wer Apps auf dem Handy in den Standby-Modus versetzt, um Akkuleistung zu sparen, sollte wissen, dass A. sich Navi-Apps nur nach einem Neustart im WLAN aktualisieren, B. einige Warn-Apps keine Push-Mitteilungen mehr verschicken oder C. sich die Apps nach 30 Tagen selbst deinstallieren. Also ich glaube, C ist es nicht. Nee, C glaube ich auch nicht. Und mal ganz kurz, wie kann man denn eine App in den Standby-Modus versetzen? Heißt das einfach nur, ich mache die zu? Also man kann die so ausgrauen, glaube ich, dass sie dann einfach nichts machen in dem Moment. Dass wenn du zum Beispiel von einer App die ganze Zeit Nachrichten bekommst, dass du die einfach pausierst. Ich glaube aber nicht, dass sie sich nach 30 Tagen selber löschen, weil das will ja niemand, der eine App entwickelt, will ja nicht, dass sie sich nach 30 Tagen wieder löscht. Du hast gerade gesagt, wenn man nicht will, dass die Nachrichten schicken, kann man die grauen. Ja. Ich glaube, doch dann, ja. Das klang gut, das hat mir sehr gut gefallen. Das finde ich... Also ich weiß gar nicht, dass das geht. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Dann würden wir B nehmen, ne? Ja. Ja. Wir nehmen B. Okay, dann klang ja erstmal soweit nach einer guten Wahl mit der Kategorie. Ja. Um Akkuleistung zu sparen, bieten Smartphones mit den Funktionen Akkuverbrauch optimieren oder Hintergrundaktualisierung an- oder ausschalten die Möglichkeit, Apps in den Standby-Modus zu versetzen. Die sogenannten Hintergrundfunktionen werden damit eingeschränkt. Dazu zählt auch das Anzeigen neuer Nachrichten. Das hat zur Folge, dass beispielsweise Wetterwarn-Apps, die vor Unwetter warnen sollen, keine Push-Mitteilungen mehr verschicken. Um das zu verhindern, kann für Warn-Apps festgelegt werden, dass sie nie in Standby versetzt werden sollen. Sehr gut. Erste Frage, erste richtige Antwort. So, was nehmen wir? Auf was sind Spezialitäten gerichtet? Ja, das werden wir gleich sehen, wenn ihr es genommen habt. Also. Du bist meist Essen. Essen ist gut, oder? Nur Spezialität. Ja? Was haben die Fischspezialitäten Haukartl aus Island und Hongo-ho aus Korea gemeinsam? A. Sie werden mit Kalkpulver vermischt, um zu reifen. B. Sie können nur in Alkohol eingelegt genossen werden. Oder C. Sie müssen lange konserviert werden, um Ammoniak abzubauen. Tja. So, sie werden mit Kalkpulver vermischt, um zu reifen. Wie sollen denn, das reifen? Die Fischball, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, die sind tot. Ich vermische die mit Kalkpulver, lasse ich die Pulver und dann reifen die noch? Das verstehe ich jetzt nicht so. Reifen machen doch meist Früchte oder Gemüse. Ja. Ich glaube... Okay, sie können nur in Alkohol eingelegt genossen werden. Hast du schon mal einen Alkohol eingelegten Fisch gesehen? Ist doch Essig, so Rollmops oder so. Ja, das kann ja sein, dass der eingelegt ist und dann holst du den da raus und dann isst du den. Warum nicht? Weil der vielleicht, ja, weil das halt so eine Spezialität halt tatsächlich ist. Ich finde halt C auch komisch, Ammoniak, warum nur in Island und Korea, weil die aus einem Gewässer kommen, wo viel so das schädliche Zeug drin ist. Also ich bin bei B. Wir können nur raten, wir können natürlich auch Publikum fragen, ob einer in Island oder in Korea das schon mal gegessen hat. Jetzt schon bei der ersten Frage. Naja, weil wir es ja nicht wissen. Also, aber ich würde am Anfang vielleicht noch raten und dann B einnehmen. Ja, eher B als, eher Alkohol als Ammoniak. Das kann man jetzt holen, so. Nee, ich frage mich nämlich gerade, wenn ich in Korea Fisch mit Stäbchen essen möchte, frage ich den Kellner dann nach Fischstäbchen? Die isländische Spezialität Haukartl wird aus dem Fleisch des Grönlandhais zubereitet, während für das koreanische Hongo-ho Rochen verwendet werden. Da sowohl Grönlandhaie als auch Rochen Harnstoff nicht in einer Harnblase speichern, sondern in ihren Muskeln einlagern, ist das Fleisch frisch nicht genießbar und sogar giftig. Daher müssen sowohl Haukartl als auch Hongo-ho längere Zeit konserviert werden, um den Harnstoff abzubauen. Dabei werden größere Mengen Ammoniak freigesetzt, die beiden Gerichten einen starken, sehr gewöhnungsbedürftigen Geruch bescheren. Aufwärmen. Ja, es bleibt erstmal bei 0 Euro. Die Fragen sind auch schwierig geworden, muss man sagen. Ja, genau. Das passen wir immer den Gästen an. So, du wolltest deutsche Sprache oder ist das Kunst oder?
Was hättest du lieber? Ist das Kunst oder ist das oder deutsche Sprache? Boah, ich glaube, ist das Kunst oder kann das weg? Ich glaube, das könnte... Deutsche Sprache. Hm? Ja? Sollen wir deutsche Sprache? Deutsche Sprache. Okay. Hm? Die Redewendung, das Leben ist kein Ponyhof, hat ihren Ursprung in einem A. Zitat aus Shakespeares Hamlet, B. Albumtitel einer deutschen Punkband oder C. Interview mit Lothar Matthäus. Ich hab keine Ahnung. Ich fand es erst total gut, als das Hamlet-Ding kam. Ich dachte, ah, das ist schön alt und dann kommen noch andere Sachen. Aber glaubst du, dass es so alt ist? Ja, Ich finde es auch ein überraschend junges Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Punkband war. Das ist so mein Gefühl. Aber Lothar Matthäus hat doch auch gute Dinge rausgehauen. Ja, der hat eine Menge rausgehauen. Aber das ist ja jetzt ein Satz wirklich mit relativ vielen Worten. Bernhard. Denn heute mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Danke, ich zu dir war gemein, aber ich fand dich immer lustig gerade. Ja. Entschuldige mich in aller Form. Okay, also unter dieser Aussage und diesem Punkt würde ich vielleicht sagen. Bitte? Ja? Oder? Wenn so ein Song, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, so eine klassische Punk-Band-Sprache. Ich weiß es nicht, aber so, ja gut, eine Punk-Band und Ponyhof. Was sagst du? Ich würde B. Schon ich bin irgendwie vom Gefühl bei B. Dann machen wir B. Wir machen B. Oh je. Wir machen B. Okay. Gut. Du weißt, wie das mit dem Karma ist, ne? Ja, ich weiß. Dann. Mittlerweile ist die Redewendung „Das Leben ist kein Ponyhof" fest im deutschen Sprachraum verankert. Sie soll ausdrücken, dass nicht immer alles gut läuft. Berühmt wurde der Satz durch die Fernsehserie Stromberg mit Christoph Maria Herbst. Erstmals schriftlich verwendet wurde das Sprichwort aber im Albumtitel der deutschen Punkband Die Schröders. Der Bassist der Band soll den Satz bei einer Probe gesagt haben. Er wurde in der Folge bei den Schröders so beliebt, dass sie ihn schließlich 2001 zum Albumtitel machten. Aber jetzt. Ja, was machen wir? Ich lag falsch, du kannst das nächste aussuchen. Oh Gott. Sport. Wagen wir die Sportfrage. Vor welchem Problem stand der internationale Dachverband für Volleyball bei den Commonwealth Games 2018 in Australien? A. Die Luft war zu salzhaltig und sorgte für Atemprobleme. B. Libellen führten zu Spielabbrüchen, da sie das Netz anknabberten. Oder C. Der Küstensand war zu fein, um darauf zu spielen. Es geht höchstwahrscheinlich ja um Beachvolleyball und nicht um das klassische Volleyball. Weil da war ich am Anfang schon mal, ich dachte zuerst, es geht nur um Volleyball und die Luft zu salzhaltig kann ja nicht sein. Und Libellen zum Spiel kann ja eigentlich auch nicht sein. Jetzt auf einmal Sand. Also Es muss dann ja sich um Beachvolleyball handeln, bei allen drei Antworten. Mhm. Und da kann ich mir theoretisch nur C vorstellen, weil die Luft war zu salzhaltig und sorgte für Atemprobleme. Das wäre dann ja auch bei Hockey, bei Fußball, die laufen ja auch. Also ich würde A erstmal ganz, ganz nach hinten schieben. Nicht ausschließen, aber ganz nach hinten schieben. Mhm. Die Bällen führten zu Spielabbrüchen, da sich das Netz anknabberten. Die fangen an zu spielen. Und dann kommen auf einmal, was weiß ich, 50 Libellen, die gehen ans Netz und knabbern das an. Das finde ich, also... Aber deswegen... Und dann brechen die das Spiel ab, um die dann wegzu... Also das finde ich jetzt ganz... Also B würde ich ausschließen. Würde ich auch. Und beim Volleyball, beim Beachvolleyball ist der Boden halt wichtig. Und deswegen kann das sein, dass der Küstensand wirklich zu fein ist, dass die halt nicht keinen Stand hatten. Ich würde C riskieren. Ich tendiere auch zu C. Aber willst du es machen? Du tendierst auch dazu? Ja. Ja, hallo? Wir nehmen C. Ja, hallo? Naja, wenn ihr euch einig seid, na hallo. An den Commonwealth Games nehmen Sportler und Sportlerinnen aus 72 Ländern teil, darunter England, Schottland und Südafrika. 2018 fanden die Spiele in der australischen Stadt Gold Coast statt. Es war das erste Mal, dass Beachvolleyball zum Programm gehörte.
In der Vorbereitungsphase stellten Inspektoren des Internationalen Dachverbands für Volleyball fest, dass der Sand dort zu fein ist, was unter anderem die Sprungfähigkeit der Spieler beeinträchtigen kann. Aus diesem Grund wurden aus dem knapp 100 Kilometer entfernten Brisbane etwa 1700 Tonnen gröberer Sand herbeigeschafft. Richtige Antwort und damit die ersten 500 Euro auch für euch. Gut. So, das nächste war, ist das Kunst oder, was du wolltest, ne? Ja, probieren wir's. Wir probieren mal. Ist das Kunst oder? War auch noch nie dabei. Das ist wirklich das erste Mal, die Kategorie. Was ist das Besondere an den Skulpturen des britischen Bildhauers Willard Wegen? A. Sie fließen nach 24 Stunden auseinander. B. Sie passen durch ein Nadelöhr. Oder C. Sie werden im Backstage-Bereich der Oscars verzehrt. Ich habe gerade gelesen, Sie passen durch ein Nasenloch. Nadelöhr. Wie soll das funktionieren? Tun Sie aber, wenn Sie durch ein Nadelöhr passen, passen Sie auch durch ein Nasenloch. So, Sie fließen nach 24 Stunden auseinander. Das klingt doch so nach einer Eisskulptur oder irgendetwas anderem, was schmilzt. Ja. Sie passen, durch ein Nadelöhr ist natürlich sehr, sehr klein. Das Problem, was ich habe, ich habe mal Kunstwerke gesehen, die echt klein waren. Ja. Die, ich meine, da hat jemand, so ein Typ, an so einem Tisch gesessen und hat, ich glaube sogar in einem Nadelöhr, Skulpturen reingesetzt. Oh, okay. Also wirklich klein. Deshalb wäre ich jetzt hier eigentlich ziemlich sicher bei B. Sie werden im Backstage-Bereich der Oscars verzehrt, die Skulpturen. Kann natürlich sein, aber besonders, ich bin da total bei B. Ja, dann lass uns B machen. Ich nehme es wieder auf meine Kappe. Wir nehmen B. Du bist so mutig. Ja, wenn es richtig ist, was deine Idee. Bisher hat es ja auch ganz gut funktioniert. Genau. Willard Wegen ist ein englischer Bildhauer aus Birmingham. Seine Werke werden in Museen weltweit gezeigt. Dafür werden in den Ausstellungsräumen Mikroskope aufgestellt. Die Kunstwerke fertigt er aus Sandkörnern, Nylon oder Gold an. Als Pinsel dienen seine eigenen Wimpern. Wegens Skulpturen, wie etwa das Abendmahl oder Aschenputtel, sind zum Teil weniger als 0,005 mm groß und passen durch ein Nadelöhr. Bisher läuft's rund hier. 1500 Euro. Nächste Kategorie. Schlagzeilen? Schlagzeilen. Im März 2022 wurde A. der Eiffelturm 6 Meter höher, B. eine Spur im Kreisverkehr am Arc de Triomphe zur Radspur oder C. die Glaspyramide des Louvre mit Solarpanels ausgestattet. Hast du nicht was mit dem Louvre mitbekommen? Ich hätte mich nicht ausgelacht mit den Solarpanels, aber ich habe da... Oder? Echt? Aber den kann man doch auch nicht einfach so zudeckeln. Das ist mein eigenes, mein Gegenargument. Also dann ist es ja nicht mehr die Glaspyramide, sondern die Solarpyramide, ja. Wenn die da die Panels darauf packen. Aber dass der Eiffelturm 6 Meter höher ist? Wie denn? Noch eine Antenne obendrauf. Also dann bleibt ja nur noch B, ne? Ist das denn vielleicht eine Frage fürs Publikum? Ja, also wenn denn jemand in Paris war in letzter Zeit oder es vielleicht so, wie ich gelesen hat, dann könnte da ja vielleicht jemand helfen. Gut, dann fragen wir das Publikum. Wir fragen das Publikum. Oh! Oh! Oh. Okay. Sehr gut. Na dann, wir müssen nur noch entscheiden. Er ist aufgesprungen, glaube ich. Ja? Ich würde auch nichts, aber ich würde auch die Dame dann nehmen. Ja. Sehr schnell aufgestanden und wenn. Genau. Darfst gerne die Maske abnehmen. Wir kommen im Mikrofon. Hallo. Also,
Wie heißt du? Yasemin. Hallo Yasemin. Hallo. Woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Mhm. Ich war letzte Woche tatsächlich in Paris, weiß die Antwort nicht hundertprozentig, aber ich war auch im Louvre und da habe ich keine Solarpanels gesehen. Im Arc de Triomphe sind wir auch mit so Scootern rumgefahren, aber mussten tatsächlich da ein bisschen aufpassen, also keine Radspur. Und beim Eiffelturm gab es tatsächlich so Baugerüst da drumherum. Deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht der Eiffelturm 6 Meter höher ist. Okay. Seit März. Aber ich weiß nicht hundertprozentig. Okay. Es ist ein Erlebnisbericht aus erster Hand, den wir gerade bekommen haben. Am 15. März 2022 wurde per Hubschrauber eine 350 Kilogramm schwere Radioantenne auf der Spitze des Pariser Eiffelturms angebracht. Die neue Antenne dient der Übertragung des Digitalradios im Pariser Großraum. Die Vorbereitung für die Installation dauerte etwa ein Jahr und kostete nach Angaben des Betreibers etwa 1 Million Euro. Durch die neue Antenne misst der Turm jetzt 330 Meter und ist damit 6 Meter höher als zuvor. Richtige Antwort, war richtig. Ist der Publikumsjoker perfekt eingesetzt und ihr seid bei 1.000 Euro. Ja. Wir haben noch ein bisschen was im Angebot. Ja, ich finde clever und unter Wasser spannend, aber ja. Clever ist es dann eher in Richtung... Lifehack. Bitte? Das sind so Lifehacks. Okay. Das klingt doch nach Internet, oder? Lass es uns probieren. Wir probieren mal clever. Welchen Vorteil bietet das Capsule Wardrobe Prinzip? A. Der Kleiderschrank enthält nur wenige kombinierbare Teile. B. Oben enge und unten weite Outfits machen die Figur schmaler. Oder C. Der Schuhschrank wird nach Jahreszeiten aufgeteilt. Nur mal, um jetzt C zu verstehen. Das heißt, wir haben einen Schuhschrank. Ja. Und wir haben die Winterschuhe links, die Frühlingsschuhe in der Mitte, die Sommerschuhe daneben, also rechte Mitte und die... Und jetzt gehen wir die Jahreszeiten aus. Und die Herbstschuhe... Ganz recht, zum Beispiel. Mhm, also so abgesehen quasi. Davon, dass das schon mehr Schuhe sind, als ich habe. Ja. Ja. Nein, nicht ganz. Aber welchen Vorteil bietet das denn? Außer, dass die jetzt sortiert sind, da kann ich auch nach Alphabet sortieren. Ja, also der Kleiderschrank enthält nur wenige kombinierbare Teile. Ich finde halt Capsule, es gibt tatsächlich auch in Japan diese Capsule-Hotels. Das sind ja quasi Hotels, in denen du nur 9 Stunden schläfst. Und die sind halt heißen auch Capsule, weil alles halt schnell gehen muss und wenig da ist. Ein bisschen minimalistisch. Deswegen finde ich, Capsule hat irgendwas für mich auch mit wenig und kombinierbare Teile zu haben. Weil es eine Capsule ist, was Kleines, verbinde ich gerade damit. Könnten wir vorstellen, dass es vielleicht auch aus dem Raum kommt. Weil die ja auch immer sehr minimalistisch und alles klein zusammen kompakt. Das finde ich super. Ich habe noch nie gehört. Dann nehmen wir dann. A. Okay. A. Ja. A. Super, Welt, total. Capsule Wardrobe bedeutet aus dem Englischen übersetzt kleine und kompakte Garderobe. Das Prinzip wurde in den 1970ern von der Britin Susie Faux als Verkaufskonzept in ihrer Londoner Boutique etabliert und sorgt im Kleiderschrank für mehr Platz und Ordnung. Dafür wird der Schrankinhalt aussortiert und nur Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen aufbewahrt, die häufig getragen werden und farblich harmonieren. Die Kapselgarderobe besteht aus einer begrenzten Anzahl hochwertiger und kombinierbarer Stücke, die je nach Jahreszeit erweitert werden können. Das sind auch so kleine, überschaubare Sonderkollektionen in der Mode, nennt man auch Capsule. Also, ihr steht bei 2.000 Euro. Läuft. Ja. Dranbleiben ist euer Motto. Nächste Kategorie. Trick 17. Trick 17. Und hoffen auch auf eine einfache Frage. Wenn eine breite Kerze einen Tunnel bildet und nicht mehr gleichmäßig abbrennt, hilft ein A. Kragen aus Aluminiumfolie, B. gusseiserner Untersetzer oder C. Hut aus Porzellan. Ich krieg schon immer so Fragen, echt, also. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Ich habe eine breite Kerze. Und die brennt so einen Tunnel rein. Weißt du, der Rand bleibt unberührt und, glaube ich, dann ist so ein Loch drin. Okay. Und da fließt halt immer dann... Okay, jetzt habe ich... Dankeschön. Jetzt habe ich zumindest die Frage verstanden. Ein Kragen aus Aluminiumfolie. Das heißt, die Aluminiumfolie, wenn ich so eine breite... Es ist jetzt nicht so breit, aber nehmen wir mal an, das ist eine breite Kerze. So, und da ist jetzt halt der Docht und du sagst ja, die brennt halt einen Tunnel und außen bleibt das alles stehen. Ja, weil... So. Ja.
Kragen aus Aluminiumfolie heißt doch hier drumrum die Aluminiumfolie, richtig? Denke ich, wenn die Hitze da hinkommt, weil die Hitze geht ja quasi mehr nach oben, erwärmt die Aluminiumfolie und es schmilzt gleichzeitig ab. Es würde mit der Aluminiumfolie dann verschmelzen, oder? Außer wir verstehen jetzt Kragen falsch. Ja, aber du hast recht, die Wärme wird verteilt, finde ich gut, den Dings, und kommt auch bis nach außen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Weil, ganz kurz, weil B, gusseiserner Untersetzer, wie soll das sonst an den Rand oben hinkommen von dem Gusseisen? Ja, der, wie gesagt, der macht für mich am wenigsten Sinn. Man muss nur gucken, wenn das Wachs dann runterläuft, dann musst du so ein bisschen Kerzenstreu. Dann, oh. Nee, aber ich glaube, der Untersetzer ist wirklich nur da, um das Wachs aufzufangen. Das ist lustig. Okay, ich finde deine Erklärung gut, ich würde da mitgehen. Ich finde das okay. Ich finde das gut. Okay, dann ist jetzt, glaube ich, meine Verantwortung. Ich habe Angst, aber wir würden A nehmen. Okay, ja, wir nehmen A. Was denn sonst? Ah. Wenn breite Kerzen beim ersten Anzünden nicht lange genug brennen und das Wachs am Rand nicht schmilzt, besteht die Gefahr einer Tunnelbildung. Es entsteht ein schmaler Brenntrichter um den Docht herum. Die Kerze brennt nur noch in der Mitte ab. Einmal begonnen, ist es schwer, den Prozess aufzuhalten. Beim erneuten Anzünden wird sich der Tunnel immer weiter in die Kerze graben. Wird der Tunnel zu tief, erlischt die Kerze aufgrund von fehlendem Sauerstoff. Abhilfe schafft Alufolie, die wie ein Kragen um den oberen Rand der Kerze gewickelt wird. Nun staut sich die Hitze an den Rändern und die Kerze bildet einen gleichmäßigen Wachspool. Anschließend kann die Alufolie entfernt werden und die Kerze ordentlich abbrennen. Aber hier hast du es gesehen. Kerzenstreu. Ja, Kerzenstreu. So, 1500 Euro. So, dann war unter Wasser war das, was dir noch gefiel. Ja, wir haben noch Fragezeichen, damals Einspruch in Unterwasser. Fragezeichen. Das kann alles sein. Das ist die Überraschungsfrage, Überraschungskategorie. Unter Wasser? Unter Wasser. Kennst du dich da gut aus mit? Nein. Oh, Moment. Jakobsmuscheln. A. Wandern während eines Tages bis zu 400 Kilometer weit. B. Können bis zu 5 Jahre ohne Nahrung auskommen. Oder C. Haben 200 Augen, die ähnlich wie Spiegelteleskope funktionieren. Können bis zu 5 Jahre ohne Nahrung auskommen. Also sowas kann ich mir vorstellen. Ja, weil Krokodile können ja auch sehr lange ohne Nahrung auskommen. Ihr habt ja auch noch einen Publikumsjoker, ne? Ja, ja. Haben 200 Augen, die ähnlich wie Spiegelteleskope funktionieren. Könnte halt auch sein, dass die irgendwie... Also, dass Muscheln überhaupt Augen haben, ist mir ein völliges... Ja, das ist halt sowas, womit die halt was wahrnehmen. Das wäre, wenn nur, dass man sagt, naja, man nennt das Augen, das ist wie ein Spiegelteleskop, damit die sich zur Sonne drehen. Ja. Aber das ist kein wirkliches Auge. Dann wäre es so ein bisschen, naja gut, haben wir Pech gehabt, falsch verstanden. Deshalb würde ich aber C ausschließen. Also Muscheln mit Augen... Und wandern während eines Tages bis zu 400 Kilometer weit, dann wäre es ja auch irgendwie schwierig. Auch da würde ich sagen, wandern klingt für mich aktiv. Ja, und vor allem Jakobsmuscheln, wenn man die irgendwie züchtet, wäre ja dann schwierig, wenn die jeden Tag 400 Kilometer irgendwie zurück. Ziemlich müssen. Große Weide. Musst halt vielleicht, oder du machst einen Strudel. Ja, die dann wandern 400 Kilometer halt im Kreis. Ja, genau. Voll ich gehe davon aus, dass die auf dem Jakobsweg unterwegs sind. Wahrscheinlich hat er daher seinen Namen. Bernhard, was machen wir? Ich würde B riskieren. Du, wenn du sagst, nee, fangen wir das Publikum. Ich könnte mir auch diese Spiegelteleskope irgendwie vorstellen, dass die halt doch irgendwas wahrnehmen und das als 200 Augen empfunden wird, dass die irgendwas sehen. Ich weiß es aber nicht, wenn du schon sagst, die haben die ganze Zeit die Klappe zu, wir müssen was sehen, die machen dann nicht so und machen das wieder zu. Also du kannst dir C vorstellen. Ich kann mir so vieles vorstellen. Bernhard, wir brauchen eine Entscheidung. Ja gut, dann lass uns da eins einloggen und lieber nochmal safe gehen. Okay, wir nehmen später. B. Wir nehmen B. Oh Gott. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jakobsmuscheln gehören zu den Kammmuscheln und sind im Atlantik und im Mittelmeer heimisch. Obwohl sie, wie die meisten Muscheln, Plankton aus dem Wasser filtrieren, besitzen sie bis zu 200 Augen an ihrem Mantelrand, mit denen sie Bewegungen und Schatten wahrnehmen können. Im Gegensatz zu menschlichen Augen nutzen diese keine Linsen, um das Licht zu brechen, sondern projizieren es mit einem konkaven Spiegel auf zwei Netzhäute. Der Spiegel ist aus Guanin-Kristallen aufgebaut und erinnert in seinem Aufbau verblüffend an ein modernes Spiegelteleskop. Ist da jemand gewusst? Ja, sehr gut.
Okay, Wahnsinn, das aber ist das ja die Krönung. Super. Also ja, es bleibt bei 2000 Euro. Ihr könnt ausgleichen. Einspruch kann man vielleicht noch drauf kommen. So eine Rechtsfrage. Rechtsfrage? Aber da kann man drauf kommen. Ja, Entscheidung, welche Kategorie? Wir nehmen Einspruch. Ja. Kann laut eines BGH-Urteils auch die aktuelle Mieterin die Wohnung zum günstigeren Preis einer vermieteten Immobilie kaufen? Was? A. Ja, Mieter dürfen keine ungünstigeren Bedingungen treffen. B. Nur, wenn die Minderung nicht mehr als 5% beträgt. Oder C. Nein, aktuelle Mieter können den günstigeren Preis nicht verlangen. Danke, Elton. Danke. Eine Rechtsfrage. Einspruch. Das wollte ich verstehe die Frage nicht. Also ich bin Mieter. Die erscheint auf den ersten Blick recht schwierig. C heißt dann, ich als Mieter darf nicht den günstigeren Preis nehmen, aber du als Außenstehender darfst den günstigeren Preis nehmen. So würde ich das jetzt verstehen, oder? Hast du schon irgendwas ausgeschlossen? Ich würde B ausschließen, weil es entweder heißt es ja oder nein. Okay, was würdest du eventuell noch ausschließen? Ich würde C ausschließen, okay. Weil ich meine, warum sollte ich einen Nachteil haben, um die Wohnung nicht kaufen zu können? Okay. Was bleibt da noch übrig? Also, ich verstehe das. Ich verstehe das. Mir kommt gar nichts. Ich bin verzweifelt. Nein, das ist jetzt nur. Ich habe keine Ahnung, was Sie mit ABC meinen. Ich gehe nur davon aus, darf ich als Mieter nicht die Wohnung auch kaufen dürfen? Also, das ist doch das Ding. Du darfst sie doch kaufen, oder? Entscheidung. Ja, A. Also, ihr habt euch für A entschieden und jetzt wird es erklärt, sodass es jeder versteht. 2016 kaufte eine Frau eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Berlin, in der sie seit 2011 selbst zur Miete wohnte. Da sich vermietete Immobilien weniger lukrativ verkaufen lassen, wurde im Kaufvertrag vermerkt, dass der Preis um 10% gemindert wird, falls die Wohnung mit laufendem Mietvertrag verkauft wird. Die Eigentümerin verlangte aber den vollen Preis, da es sich bei der Käuferin ja um die aktuelle Mieterin handelte. Der BGH gab schließlich der Käuferin 2022 in einem Urteil Recht. Auch der Mieterin stehe der niedrigere Verkaufspreis zu, denn Mieter und Mieterinnen dürften keine ungünstigeren Bedingungen treffen. Richtige Antwort. Es gibt zwei Wege, die zum Erfolg führen. Man kann es wissen, man kann die beiden falschen Antworten ausschließen. 2000 Euro. Oh Gott. Wir haben noch Fragezeichen und damals. Ich würde jetzt, aufgrund der Tatsache, dass wir noch das Publikum haben, das Fragezeichen nehmen, weil damals ist dann doch sehr speziell, was man vielleicht okay, macht. Okay, dann lass uns das machen. Fragezeichen. Ja. Hat man vielleicht Glück und trifft was. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wohnte A. als Student 3 Jahre lang als Untermieter bei Barack Obama, B. nur als Kind in der offiziellen Residenz des Staatsoberhauptes, oder C. aus Sicherheitsgründen lange als Marty McLovin zur Miete. Justin Trudeau. Also, Justin Trudeau ist der Sohn eines anderen Premierministers. Also sein Vater war auch Premierminister. Deshalb würde ich A ausschließen, weil B und C würde natürlich super passen. Dann war der Vater war Premierminister und dann hat er als Kind in der offiziellen Residenz des Staatsoberhauptes gewohnt. Inzwischen aber nicht, weil er ist ja auch sehr volksnah und so weiter. Und vielleicht wohnt er, weil sein Vater dann in der Stadt geblieben ist, hat er dann da auch gewohnt und wohnt ganz normal bei sich zu Hause und geht dann nur arbeiten. So Homeoffice-mäßig. Deshalb kann ich mir B vorstellen. Ich kann mir auch C vorstellen, dass er genau deswegen aus Sicherheitsgründen, weil er der Sohn des Premierministers war, als Marty McLovin irgendwo wohnte. Auf. Mit dem Namen fällst du ja total auf. Ja, das ist das Einzige, was ich wirklich merkwürdig finde. Wenn mich keiner finden will, warum nenne ich mich dann Ich bin hier? Genau. Genau. Deswegen. Du bist wieder so ein B-Tendenzler. Wir haben ja den Publikum. Ja, wir haben noch das Publikum und vielleicht hat es auch einer mitbekommen. Okay. Stopp, wir müssen, wenn die es nicht wissen, was nehmen wir? Okay. B oder C halt eben, ne?
Marty McLovin. Also nicht, wenn sie es nicht wissen, sondern wenn es keiner aufsteht. Ne? Ja, ja, genau. Wenn jetzt jemand einloggt, dann... Also du würdest C sagen, ich würde B sagen, dann... Oh, nein, ich würde dann heben wir uns den. Also vorhin, dann hoffen wir, dass es ist jetzt mehr als nur eine Antwort, es ist auch eine Art Schlichtung. Okay. Wer hat eine Verbindung nach Kanada? Wer hat das irgendwo gelesen, gehört, gesehen? Leute, anstarren macht sich besser. Kann nicht einer für uns die Entscheidung übernehmen? B oder C? Will nicht irgendjemand? Ich glaube, den Druck würde ich auch nicht haben wollen. Ich glaube, es wird an euch hängen bleiben. So, das Publikum kann nicht helfen. Ihr müsst bitte sofort einloggen. Bernie, du tust es. Tu es jetzt. Der beinharte Bernhard. Bernie. Bernhard. Ich riskiere B. Okay. Ja, komm, riskiere B. Wieder hat er sich durchgesetzt. Ja. 2015 wurde der frühere Lehrer Justin Trudeau mit 43 Jahren zum zweitjüngsten Premierminister in der Geschichte Kanadas. Er ist außerdem der erste im Amt, dessen Vater bereits Premierminister war. Als Pierre Trudeau von 1968 bis 1979 und von 1980 bis 1984 im Amt war, bewohnte die Familie den offiziellen Wohnsitz des Premierministers in 24 Sussex Drive im Stadtteil New Edinburgh in Ottawa, wo Justin die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte. Heute lebt Trudeau zusammen mit seiner Familie in einem Haus in der Nähe, da der offizielle Wohnsitz schon seit Jahren renoviert wird. Richtige Antwort, nochmal 500 Euro oben drauf. Und die letzte Frage für Sophia und Elton aus der Kategorie damals. Jetzt können wir ausgleichen. Für meine Nerven. Wir müssen ausgleichen. 1962 versuchten viele Schweden vergeblich mit Hilfe von Nylonstrümpfen A. das Röhren von Elchen zu imitieren, B. neu eingeführte Verkehrsschilder unkenntlich zu machen oder C. ihre Schwarz-Weiß-Fernseher zu Farbfernsehern umzurüsten. Nylonstrümpfe, gab es die damals nur in Schwarz oder auch Hautfarben? Also ich würde C schon mal ausschließen. Wie sollte man in Schwarz-Weiß Fernseher dadurch eine Farbe reinbekommen? Oder denkst du, dass durch den Strumpf das Licht so gebrochen wird? Aber dann stört es ja auch beim Fernsehen. Ich möchte doch keinen Strumpf über dem Fernseher haben. Was ich meine? Also, ich würde erstmal A ausschließen. Warum sollten die ausgerechnet 1962 auf einmal auf die Idee kommen, Elche zu imitieren? So, aber neu eingeführte Verkehrsschilder unkenntlich machen. Das heißt also auch ganz viele Nylonstrümpfe rüberpacken. Aber ich denke, warum sollte man einen Nylonstrumpf nehmen, wenn man ein Verkehrsschild, wenn es einem nicht passt, dann glaube ich, wäre es eher zerstört worden oder kaputt gemacht, abgerissen. Warum sollte man ein Nylon, du kannst ja auch eine Mülltüte drüber stülpen, das ist jetzt oder effektiver. Farbe drauf schmieren oder genau, so. Also ich glaube, da ist Nylonstrumpf ein bisschen zu weit hergeholt. Okay, dann kann das doch wiederum nur C sein. Vielleicht hat das irgendeiner behauptet, dass man, wenn das so feinmaschrig ist, dass das Licht gebrochen wird und das dann schwarz-weiß zu Farbe wird. 62 kommt vielleicht sogar hin mit Farbfernsehen. C. Vielleicht haben die sich ja den Nylonstrumpf über den Kopf gezogen und dann ferngeschaut. Oder so, ja. Auch möglich. Am 1. April sollten Menschen nicht alles glauben, was sie hören und sehen. 1962 gab der schwedische Radiotechniker Kjell Stenson vor, eine zündende Entdeckung gemacht zu haben. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Schweden bislang nur einen Fernsehkanal, der schwarz-weiß sendete. Am 1. April 1962 verkündete Stenson in einer Nachrichtensendung, dass mit Hilfe eines Nylonstrumpfes jeder Fernseher zu einem Farbfernseher umgerüstet werden könne. Unzählige Schwedinnen opferten ihre Strumpfhose, zogen sie über den Bildschirm des Fernsehers. Doch das Bild blieb schwarz-weiß. April, April. Gott sei Dank. Die Schweden mit einem sehr speziellen Humor. Hier steht, habt nochmal 500 Euro oben drauf bekommen. Wir haben folgenden Zwischenstand. Jasmin, Gno und Bernhard haben 2500 Euro auf dem Konto.
Sophia und Elton haben ebenfalls 2.500 Euro erspielt. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Pop. Da geht nur hier aus. Die Girls. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche dieser berühmten Personen wird in Billy Joels Song We Didn't Start the Fire von 1989 nicht erwähnt? A. Audrey Hepburn, B. Doris Day oder C. Marilyn Monroe? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt. Geld ist gesetzt. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit der Entscheidung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Zwei der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland sind bei uns zu Gast. Die Jasmin Gnu im Team mit Bernhard Hoeker. Die beiden haben 2.500 Euro erspielt. Und gegenüber Sophia Thiel mit Elton, auch 2.500 Euro Konto. Eltons Verzweiflung nicht selten in diesem Moment. Aber wir wissen noch nicht, warum und ob sie überhaupt gerechtfertigt ist. Weil ich die ganze Zeit den Text durchgehe. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche dieser berühmten Personen wird in Billy Joels Song We Didn't Start the Fire von 1989 nicht erwähnt? A. Audrey Hepburn, B. Doris Day oder C. Marilyn Monroe. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Jasmin und Bernhard haben gesetzt 1.500 Euro. Sophia und Elton haben gesetzt 1.500 Euro. Okay. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf. Antwort A. Team Elton tippt auf. Antwort B. Ja. Die Strophen bestehen aus Schlagworten zu zeitgeschichtlichen Themen. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific. Johnny Ray, Doris Day, ja, ja, ach Mann, alles scheiße. Oh nein, Walter Mitchell, Joe DiMaggio, und? Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Und nicht dabei war in dieser Aufzählung, in diesem Song Pop. Es ist Pop. Audrey Hepburn, Antwort A ist richtig. Die Gnusche Superpose und Siegerpose. 4.000 Euro gewinnt ihr. Und das heißt für jeden von euch 65,57 Euro. Ich weiß nicht, wie das für Elton heute Abend ausgeht, weil Sophia hätte auf A getippt. Ja. 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 Aber ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Nee, natürlich. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. 65,57 Euro auch für unsere drei Admin-Spieler, die heute gewonnen haben. Ja. Auch euch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an euch beide. Alles Gute. Jasmin Gnu, Sophia Thiel. Wenn Sie die beiden noch nicht kannten bisher, schauen Sie gerne noch mal online nach. Auf allen bekannten Plattformen vertreten sind Sie herzlich eingeladen. Macht großen Spaß. Danke an Bernhard und Elton. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Kurz.